Jo, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das ist unsere Freitag-Nacht-Ausgabe und wie immer freitags eine freie Themennacht, eine offene Talkrunde. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Ich freue mich auf eure Anrufe und bin gespannt auf eure Anrufe. Und der erste Anrufer, das ist der Thomas. Und Thomas ist 38. Guten Morgen. Hallo Thomas. Ja, ich habe ein Riesenproblem mit meiner Ehefrau. Ja. Und zwar hat sie ein Alkoholproblem und ein Medikamentenproblem. Ja. Und ich komme damit nicht mehr klar. Wie lange seid ihr verheiratet schon? Seit knapp 2 Jahren. Ach, erst seit 2 Jahren? Ja. Gibt's Kinder? Nein. Nein. Also nicht von uns jetzt. Ich habe selber Kinder, ja, aber nicht mit ihr jetzt. Und dieses Medikamenten- und Alkoholproblem, das du angesprochen hast, wie lange hat sie das schon? Das hat sie eigentlich damals schon, wie wir uns kennengelernt haben, aber ich habe das gar nicht so bewusst wahrgenommen, weil sie nicht immer trinkt, sondern nur 2-3 Mal in der Woche. Ja, wenn sie trinkt, wie und was trinkt sie? Sie trinkt auch nicht allzu viel, also eine Flasche Wein, manchmal ein bisschen mehr und wird dann halt total aggressiv, ausfällig, geht auf mich los, bedroht mich und sie war jetzt im letzten halben Jahr schon 2-3 Mal in der Ausnüchterungszelle. Oh. Und anschließend in der Psychiatrie, wo sie sich dann einen Fuß gebrochen hat in der Ausnüchterungszelle. Aber da muss es ja schon noch heftiger sein als eine Flasche Wein, wenn sie in der... Ja, damals war es mehr, da hat sie 3 Promille, glaube ich, gehabt, oder was? Ja, immer mit Wein. Mit Wein, Sekt, ab und zu Bier, also Schnaps eigentlich ganz selten. Ja. Und welche Medikamente nimmt sie ein? Valium. Valium? Diazepam ist das, so Tropfen sind das. Weißt du, wie viel sie am Tag oder... Also mittlerweile nimmt sie angeblich nicht mehr so viel, weil sie es reduziert hat. Ja. Weil sie auch in einer Therapie ist, aber das nur einmal in der Woche. Ja. So eine Gruppe ist das, wo sie da einmal in der Woche teilnimmt dann. Und angeblich ist es nicht mehr so viel von den Tropfen, aber ich kann es eben nicht kontrollieren. Du kannst es nicht kontrollieren. Ihr lebt zusammen natürlich in einer Wohnung. Ja klar. Ja klar. So wie du das mir jetzt gerade geschildert hast, stelle ich mir das wirklich sehr belastend vor für dich. Äußerst belastend. Wenn sie einen klaren Moment hat, und das hat sie ja doch offensichtlich immer wieder mal, da sie nicht permanent Alkohol zu sich nimmt, wie du gerade gesagt hast, könnt ihr offen über dieses Problem sprechen oder macht sie zu? Ja, können wir schon, bloß dann bin halt ich launisch, ne? Das ist das Problem. Dann habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen, dann will ich mal Ruhe haben. Dann bin ich teilweise aggressiv und irgendwie komme ich damit nicht mehr klar. Ne? Also es gab noch nie die Situation, dass ihr sachlich am Tisch gesessen habt und darüber geredet habt, wie soll es... Sie weiß ja, dass ihr ein Problem damit hat. Sie macht ja auch was, dass sie jetzt eine Therapie macht mittlerweile. Was ist das für eine Therapie? Ist das so eine Gruppensitzung? Therapie ist es eigentlich nicht. Das ist einfach so eine Borderline-Gruppe. Das sind so Leute, wo sich irgendwie selber verletzen. Das machen Leute, die wo im Alkohol trinken, die wo sich die Hände aufschneiden. Macht denn das deine Frau auch? Ja, sie nimmt, wenn sie ein Problem hat, dann nimmt sie den Alkohol als Ventil praktisch. Aber sie schneidet sich nicht zusätzlich die Arme auf? Sie nimmt nur Alkohol oder eben die Tropfen. Und sie ist nicht in einer psychotherapeutischen oder psychiatrischen Behandlung? Nein, noch nicht. Nee. Das nicht, ja. Ja, also nochmal gefragt, es gibt nie so die Gesprächssituation, dass ihr beide überlegt, was soll werden? Wie? Doch, haben wir auch schon. Und was sagt sie denn? Wie äußert sie sich denn zu der... Ja, sie hat kein Problem damit, weil sie eben dann nur trinkt, wenn sie selber nicht mehr weiter weiß, wenn sie eben Probleme hat, wenn ich nicht auf sie zugehe. Bloß wenn sie betrunken ist, dann kann ich nicht auf sie zugehen. Ach, sie schiebt das auf dich? Das heißt, wenn sie Probleme... Also sie verlangt von mir, wenn sie trinkt, dass ich auf sie zugehe, dass ich sie in den Arm nehme und einfach mit ihr rede. Bloß wenn ich das mache, dann wird sie aggressiv und dann beleidigt sie mich. Sagt sie, warum sie überhaupt trinkt? Weil sie niemanden hatte, womit ihr reden wird. Ja. Weil sie meint, ich liebe sie nicht. Was natürlich absoluter Blödsinn ist. So. Und hat sich das so im Laufe der 2 Jahre so herauskristallisiert, dass sie das so sagt? Oder kam das relativ schnell am Anfang, als ihr zusammen wart? Also sie sagt, dass es an ihrem Ex-Freund liegt. Und wahrscheinlich an der Kindheit, weil eben durch die Kindheit, wo sie erlebt hat, dass es da dann irgendwie liegt. Okay, das sind die Ursachen. Meine Frage war bezogen darauf, wann dieses so thematisiert wurde bei euch. Wie lange wart ihr zusammen, als sie das so ausgedrückt hat, wie du es gerade... Ein halbes Jahr. Ihr seid 2 Jahre verheiratet, sagst du? Ja. Und kanntet ihr euch vorher schon länger? Also kannten, wir haben uns 5 Jahre eigentlich kannt vorher. Ach so, 5 Jahre. Aber nur flüchtig eigentlich, ne? Ah ja, und dann habt ihr gleich zack, zack geheiratet. Warum? Ja, schnell kann man hören. Ja, warum?
einfach so, ja, weil ich gemeint habe, das ist die richtige. Ach so. Ja. Schwierige Situation, die ja fast kaum so unter euch und mit euch alleine lösbar ist, glaube ich. Ja, klar. So wie du meinst halt immer, ich liebe sie nicht oder was. Ne? Ja. Aber es ist eigentlich normal, wenn sie am Abend davor betrunken war, auf mich losgegangen ist, dass ich dann am nächsten Tag, wenn ich die ganze Nacht nicht geschlafen habe, auf sie zugehen kann oder was. Ne? Da will ich einfach mal Ruhe haben oder was. Wenn sie betrunken auf dich zugeht, wie verhältst du dich dann? Schlägst du auch schon mal zurück oder? Nein, also ich bin schon mal auf sie losgegangen. Ich habe sie aber nicht geschlagen. Ich habe sie einfach mal, ich habe ihr mal Ohrfeigen gegeben, weil sie sich ja umbringen will dann, wenn wir sie aus dem Fenster rausspringen. Und da habe ich ihr Ohrfeige gegeben und dann hat sie wieder beruhigt, ne? Aber geschlagen, so habe ich sie eigentlich noch nicht, ne? Wenn du ihr in einem klaren Moment sagen würdest, pass mal auf, ich halte es für nötig, ich fände es sinnvoll, wenn du stationär für eine Weile in eine Klinik... Kann sie nicht, weil sie ihre Arbeit verlieren würde. Was arbeitet sie? Sie war ein Jahr krankgeschrieben, aufgrund dessen, weil sie sich eben den Fuß gebrochen hat, weil sie eine Operation mit der Nase gehabt hat. Ja. Was arbeitet sie? Wenn sie wieder krank wäre, wird sie ihre Arbeit verlieren. Ne? Ja, was arbeitet sie? Sie ist in einem Callcenter. Im Callcenter. Mhm. So. Wenn es auch kein stationärer Aufenthalt wäre, so ist aber absolut klar, finde ich, nach dem, was du mir jetzt geschildert hast, dass sie dringend, aber absolut dringend in eine gute psychologische oder psychiatrische Behandlung gehört. Ja. Wenn wehrt sie sich dagegen auch? Nee, sie hatte eine Psychologin gehabt vorher, ja, aber das waren eigentlich nur Termine, alle zwei, drei Wochen war das, ja, und das hat eigentlich nicht viel gebracht. Ne? Ja. Weil die Psychologin eigentlich gesagt hat, das, was sie trinkt, ist in Ordnung, sie ist keine Alkoholikerin und sie soll einfach weiter trinken. Ne? Das hat die Psychologin gesagt? Ja, weil sie verharmlost ist halt. Ne? Ja, das glaube ich nicht. Sie trinkt nur einmal in der Woche zwei Gläser Wein oder was. Ne? Also ich glaube bestimmt nicht, dass die Psychologin sagt, ja, ist in Ordnung, das können wir machen. Die Frage ist natürlich, wie lange du das als Partner aushältst. Wie lange hält also man das? Immer lang. Ja, das glaube ich. Hast du ihr das schon mal angedroht, dass es so nicht weitergeht? So oft, aber sie nimmt das gar nicht ernst. Aber für dich ist es sehr ernst. Ja, klar. Ich will mich trennen, ich kann es aber auch nicht, weil ich sie einfach lieb und das einfach als Krankheit ansehe und einfach denke, dass sie das gar nicht bewusst macht. Ne? Natürlich was nicht. Macht in dem Moment, wo wenn sie betrunken ist. Ja, mit Sicherheit, da hast du recht. Aber das Fatale ist immer in solchen Situationen, dass man eigentlich als Partner gar nicht in dem Sinne helfen kann. Dass die Hilfe immer über eine fachkompetente Behandlung läuft. Und man will natürlich das Beste als Partner und versucht, macht dieses und jenes und unterstützt letztendlich unter Umständen die Krankheit damit noch mehr des anderen. Na klar, oftmals sie ist da heute wieder weg mit so einem Bekannten von ihr, ist sie gefahren. Ja. Und da ist jetzt seit zwei Stunden, jetzt ruft sie an, ich soll sie holen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was ich machen soll. Soll ich sie holen, soll ich sie docken lassen? Gut, das ist jetzt gerade das Problem im Moment. Ja. Grundsätzlich glaube ich ja, dass es in der Regel besser ist, wenn man in einer solchen Situation sich von dem Partner entfernt erstmal. Ja. Und ihn mit sich und dieser Belastung alleine lässt, in der Hoffnung, dass er wach wird und eine eigene Initiative ergreift, sich behandeln zu lassen. Weil sie hat vielleicht auch jetzt so gelernt, dass sie das mit dir irgendwie alles so machen kann. Jetzt ruft sie dich an und sagt, hol mich ab. Dann ist sie vielleicht gleich besoffen und lässt ihre Aggression wieder an dir aus. Ja. Und morgen ist die Stimmung wieder völlig kaputt zwischen euch beiden. Genau. Das ist natürlich ein Teufelskreis, der so nicht weitergehen kann. Der muss gebrochen werden. Der muss einmal gebrochen werden durch eine ordentliche, wirklich zielgerichtete Behandlung, die auch wöchentlich oder zweimal in der Woche stattfinden sollte, wenn ambulant. Und eventuell sogar von deiner Seite erstmal unterstützt werden sollte durch einen Rückzug von ihr. Was natürlich hart ist, ne? Das ist für dich hart, das ist für sie hart, das ist eine Erschütterung. Ja, klar. Das ist so meine spontane Einschätzung von der Sache, die du jetzt geschildert hast. Ich möchte dir meine Psychologin aber auch noch geben, dass du noch ein und ein Autogramm, wenn ich noch haben kann von dir. Sehr gerne, dann sagst du bitte meiner Psychologin die Anschrift. Ja. Du legst bitte auf und Magdalena, meine Psychologin, ruft dich jetzt gleich an. Alles klar, dankeschön. Alles Gute und toi toi toi, Thomas. Danke, tschüss. So,
Ihr Lieben, 0800 220 5050, das ist unsere Telefonnummer, die kostenfreie Nummer, wenn ihr uns hier gerne erreichen wollt im Studio. Oder mailt ganz einfach unter domian@rde. Und wenn ihr mailt, vergesst bitte nicht, eure Telefonnummer in die Mail zu schreiben, damit wir euch dann unter Umständen rasch zurückrufen können. Hier ist die Uta und Uta ist 30 Jahre alt. Guten Morgen, Uta. Ja, Namen Domian. Ja, hallo Uta. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Bei mir geht es um Thema Inzucht. Inzucht? Mhm. Was ist los? Es geht darum, ich bin adoptiert worden, ja. Von Geburt an. Meine leibliche Schule kommt, ich bin total durch den Wind. Mhm. Meine leibliche Schwester hat mich ausfindig gemacht. Mhm. Wir haben eigentlich auch einen guten Kontakt zueinander. Hat sie dich kürzlich erst ausfindig gemacht? Im Sommer. Im Sommer? Mhm. Das heißt, du wusstest gar nicht, dass die Frau existiert? Nein, so nicht. Ich hatte meinen leiblichen Vater mal gesprochen, aber es ist wohl ein Arschloch. Mhm. Und da habe ich dann auch nicht weiter gesucht. Ich wurde von ihm angelogen und so und da hatte ich dann kein Interesse dran. Und ich hatte das Thema dann auch abgehakt. Und auf einmal kriegte ich einen Anruf vom Jugendamt, dass sie mich kennenlernen wollte und will. Mhm. Da habe ich damals schon probiert, bei dir durchzukommen, weil ich am Boden zerstört war. Ja. Und ich habe dann den Kontakt, habe gesagt, gut, einmal kennenlernen, gucken, was raus wird. Habe auch von vornherein gesagt, dass dies Familiengetue niemals sein wird, freundschaftlich ja. Und dass ich eigentlich auch Ehrlichkeit sehr hoch dabei schätze und dass das auch da sein muss. Jetzt sind in der letzten Zeit viele Ungereimtheiten gekommen, wo ich mich dann mit meinem Cousin drüber unterhalten habe, den ich auch kennengelernt habe. Mhm. Was ist denn vorgefallen? Ach, fünfmal versetzen, fünfmal verabreden, nicht absagen, mich hintenrum, letztens war ein Fall, da habe ich sie gefragt, ob sie mich abholen kann, hat sie mir zugesichert, sie kam nicht. Da habe ich dann heute rausgekriegt, dass hintenrum die Beschwerde kam von wegen, ja, warum soll ich sie denn abholen, wenn sie selber ein Auto hat? Mhm. Es ging dabei um eine Geburtstagsfeier von meiner leiblichen Mutter und das hätte zeitlich mit meiner Tochter nicht hingehauen. Okay, das sind ja so Unannehmlichkeiten, sage ich mal. Aber es muss ja irgendwas was Schlimmes irgendwie anliegen oder vorgefallen sein. Deswegen rufst du mich ja auch an. Ja, das Thema ist das. Mein Cousin hat mir heute gesagt, dass mein leiblicher Opa meine leibliche Mutter in der Jugendzeit vergewaltigt haben soll und dass daraus hin meine Schwester entstanden ist. Und meine Angst ist, mein leiblicher Vater hat nach meiner Entbindung gesagt, die kommt weg, die ist nicht von mir. Er sagt zum Zeitpunkt im Gefängnis, er meinte, zu dem Zeitpunkt, wo ich gezeugt wurde, hätte er im Gefängnis gesessen. Jetzt hast du Angst, dass du auch gar nicht die Tochter deines Vaters bist, sondern eventuell die Tochter deines Opas. Genau. Lebt deine Mutter noch? Ja, die schweigen sich darüber aber aus. Hast du sie denn schon angesprochen darauf? Nein, nein. Die schweigt das Thema partout kaputt. Die redet darüber nicht. Lebt der Opa auch noch? Nein, der ist tot. Da kam ja das Gott sei Dank ist das Schwein tot. Weiß deine Schwester das denn? Ja. Die weiß das? Ja. Und die hat auch nie mit eurer Mutter darüber gesprochen? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht hundertprozentig sagen. Hast du das denn jetzt, das habe ich gerade nicht richtig verstanden, hast du das jetzt auch in der letzten Zeit erst erfahren? Oder heute. Heute erst? Ach so. Ach, heute hast du das von dem Cousin erfahren? Vor 3 Stunden. Jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich auch deine Aufregung. Ich habe Angst. Weil wir sehen uns so aus dem Gesicht geschnitten. Wenn er nicht Altersunterschied wäre, könnten wir Leibzwillinge sein. Wer jetzt dann? Meine Schwester und ich. Wir sind uns so verdammt ähnlich. Wenn ich dir ein Foto rüber schmellen könnte, würdest du das sehen. Dein Vater lebt auch noch? Ja, ist aber ein Arschloch, kein Kontakt hin. Das heißt, er hat meine Mutter verprügelt und auch als ich schwanger war, im Bauch getreten. Also die Familienverhältnisse sind ziemlich kaputt. Ja. Rundherum. Ja. Wie ist denn dein Verhältnis zu deiner Mutter zurzeit? Es geht. Ich bin enttäuscht von ihr, weil sie sich auch hinten rücks von mich ausgelassen hat. Ah ja, also ist das auch kein einvernehmliches Verhältnis? Nein, es ging um ihre Geburtstagsfeier. Da wollte ich, dass meine Schwester mich abholt.
Die sollte um 17 Uhr beginnen. Meine Tochter hatte bis 16 Uhr Kindergarten und ich sagte, das ist zu viel für sie. Von morgens 8 Uhr an bis 16 Uhr Kindergarten und dann noch anschließend noch zum Geburtstag und sonst was. Mhm. Da kann man ja auch nicht dann nach einer Stunde abbauen oder sonst was. Mhm. Und da habe ich meine Schwester gefragt, ob sie mich einen Tag vorher, ob sie mich abholen kann. War auch alles klar. Sie kam noch nicht. Dann habe ich anstandshalber zum Geburtstag gratuliert. Da saß sie dann schon da. Ist so nett, dass man mir auch Bescheid sagt. Ich so, ich sitze hier, ich warte hier. Ja. Und dann so eine Scheiße. Ja, das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Ja, und die hat sich dann über mich ausgelassen, meine leibliche Mutter, wie ich mich wagen kann, dass sie mich abholen soll. Sag mal, wie hat denn überhaupt dein Vetter, dein Cousin oder euer Vetter, euer Cousin, woher weiß der das, dass der Opa, der Vater? Als mein Opa gestorben ist, der war schon so alt, dass er einiges mitbekommen konnte, also wenn ich Kindesalter war, schon pubertierend, da hat er halt mitbekommen, dass die alle froh waren, dass er endlich verreckt ist, auf Deutsch gesagt. Und da wollte er schon wissen, warum. Und da hat die Mutter gesagt, das erkläre ich dir irgendwann mal, aber jetzt nicht. Und er hat, als er vor 6 Jahren volljährig wurde, kam das Gespräch, da hat die Mutter ihm das erklärt, was gewesen ist. Also seine Mutter, die Mutter von dem Vetter. Genau. Ist ein bisschen kompliziert, ne? Meiner Mutter. Ja. Kann man denn sicher sein, dass das stimmt? Ja, 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 doch, das stimmt hundertprozentig, ja. Naja, hundertprozentig kann das letztendlich nur deine Mutter sagen. Die weiß es. Die schweigt sich darüber aus. Die hat zum Beispiel auch mir gegenüber abgestritten, dass mein Vater im Gefängnis saß. Mhm. Also, nun ist das ja ganz frisch. Das habe ich ja gerade erst erfahren von dir, dass du es ein paar Stunden erst weißt. Du hältst es für völlig aussichtslos und sinnlos, mit deiner Mutter darüber zu sprechen. Nein, die schweigt sich darüber aus. Das weiß ich durch ihre Schwester. Die schweigt sich da partout drüber aus. Die will da auch partout nicht drüber reden. So, das heißt, wenn man jetzt mal sachlich auf die Situation guckt, es gibt für dich keinen Ansprechpartner, von dem du die Wahrheit erfahren könntest. Ja, genau. Ne, so ist es. Du hast jetzt heute. Freunde, ich habe Angst. Bei Inzucht sind ja auch genetische Fehler bedingt. Ich habe eine Tochter, dass ich eventuell genetische Fehler weitergegeben habe oder sonst was. Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob das möglich ist, ob man das weitergibt. Da könnte sie dich ja nur medizinisch mal schlau machen. Da werden wir gleich auch noch ein bisschen mit dir zusammen überlegen und dir da ein paar Hilfestellungen zeigen. Was die grundsätzliche Sache anbelangt, muss man ja erstmal festhalten, es ist nicht sicher, dass es bei dir auch so ist. Ja, klar. Das muss man ja auch nochmal so sagen. Es besteht der Verdacht vielleicht. Du ist ja groß. Entschuldigung. Ja, bitte. Es gingen mir nur alle Alarmglocken an, weil die Ähnlichkeit so extrem ist. Ja. Ja. Da gingen bei mir alle Alarmglocken an. Ja. Also, so, wir sind beide moppelig und. Ja. Also wirklich. Also, der Großvater ist tot. Ja. Die Mutter ist nicht ansprechbar. Nein, das heißt, du bist in der Situation, dass du das im Prinzip für dich mehr oder weniger alleine ausmachen musst. Ja. Dass du sehen musst. Meine leiblichen Eltern distanzieren sich so ein bisschen zu dem Thema. Ja. Die sagen, das ist mein Leben, damit, also was heißt, sie reden mit mir schon darüber, aber wenn es um solche Themen gehen würde, würden die auch ablocken. Also nicht die leiblichen Eltern, sondern die Adoptiveltern, meinst du jetzt? Ja, genau. Ja. Und die fühlen mich ziemlich im Moment ganz schön. Also ich finde in erster Linie ist jetzt die Fragestellung wichtig, kann ich irgendwelche genetischen Dinge weitergeben? Ja. Das ist wichtig, das musst du medizinisch erstmal klären. Wie gesagt, da rufen wir dich gleich nochmal an und überlegen gemeinsam. Und meine Angst ist halt, ich habe wohl schon mal gehört von wegen bei Inzucht, dass die Lebenserwartung von den Leuten, die da gezeugt wurden, nämlich auch nicht so lange ist. Ja, auch dieses kann man auch rauskriegen, wie das so ist. Und wie ich mit dem Thema überhaupt umgehen soll. Ja, das ist jetzt eine Sache wirklich, wenn dich das so erschüttert, was man ja auch verstehen kann, das würde wahrscheinlich jedem von uns gehen und jeder ginge damit anders um. Da würde ich dir dringend eine professionelle Hilfe empfehlen, aber wirklich sehr dringend. Einen kompetenten Menschen, mit dem du da eingehend über mehrere Wochen vielleicht drüber sprechen kannst, damit du einen irgendwie so einen Dreh, einen Kniff findest, dass du das für dich abbuchst und verarbeiten kannst. Vor allem, man fühlt sich so dreckig in dem Moment, ne? Ja, wobei du nicht der Dreckige wäre, wenn der Opa, nicht du. Ja, klar. Und du bist Gott sei Dank eine gesunde Frau. Das ist ja schon mal, muss man ja alles so sehen und wertschätzen. Ja, klar.
So, jetzt ruft meine Psychologin dich an. Da geht es in erster Linie einmal um diese medizinischen Fragen, wo man sich da am besten hinwendet, wie du das rausbekommen kannst. Und einmal auch nochmal um die psychologische Beratung, die du dringend brauchst, finde ich. Ja, klar. Ne? Weil du hast ja keinen Menschen, mit dem du da vernünftig drüber reden kannst. Und ich verstehe, dass man da sprechen muss drüber. Das verstehe ich. Das Schlimme ist ja wirklich, die schweigen sich da alle so kaputt. Ja, und du wirst auch nicht weiterkommen, wie du die Familienverhältnisse gerade geschildert hast, wird man da bunkern und so machen. Ja, klar. Ja. Liebe Uta, du legst bitte auf, wir rufen dich gleich wieder an. Die nett, dass ich ein Autogramm bekomme? Ja, dann sagst du der Magdalena, meiner Psychologin, auch deine Adresse. Ja, klar. Alles Liebe und alles Dank, Gute. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, Uta, danke. Tschüss. Tschüss. So, und weiter geht es mit der Marion. Marion ist 42. Guten Morgen, Marion. Guten Morgen. Hallo, Marion. Du klingst aber sehr ernst. Ja, es ist auch eine ernste Sache. Um was geht's denn, Marion? Um meinen Enkel. Um den Enkel, ja? Mhm, der ist 21 Monate alt und ich habe also mitgekriegt, seit dem 8. Lebensmonat wird er von seinem Vater verprügelt, misshandelt und das hört bis heute nicht auf. Das kleine Kind wird von dem Vater misshandelt und verprügelt? Mhm. Ich habe mit meiner Tochter schon mehrfach darüber gesprochen. Das heißt, die beiden leben zusammen? Die sind verheiratet. Die sind verheiratet? Mhm. Und, mein Schwiegersohn ist 36, meine Tochter ist 21. Ja. Und heute weiß sie selber, dass sie ein bisschen zu jung für den ist und die will sich aber trotzdem nicht von ihm trennen. Und wenn ich mit ihr darüber rede, dann sagt sie immer, ach, das ist nicht so schlimm, das ändert sich wieder, das gibt sich wieder. Und woher weißt du, dass der Mann das mit dem Säugling macht? Ich krieg das mit. Ich bin so viel mit denen zusammen. Hast du es gesehen schon mal? Ja, mehrfach. Was hast du genau gesehen? Beschreibe es mir. Ich habe mehrfach gesehen, wie er das Kind ins Gesicht geschlagen hat, wie er ihn beiseite geschubst hat, dass er geflogen ist. Ich habe gesehen, habe mitgekriegt, dass er den angebrüllt hat und ich weiß nicht mehr, wie ich mich verhalten soll. Ich war also schon mehrfach, wenn meine Tochter nicht wäre, dann hätte ich den schon längst angezeigt. Wenn du anwesend bist und du hast gesehen, wie dieser Mann dieses kleine Kind, den Säugling, schlägt, war deine Tochter dann auch anwesend? Manchmal ja, manchmal nein. Nicht immer. Nicht immer. Wie oft hast du es denn schon gesehen? Oh, schon ziemlich oft. Was heißt ziemlich? Heißt das dreimal oder? Nein, schon mehr als dreimal. Also 20 Mal. Ach ja, wenn das reicht. Wenn das reicht. Mhm. Sieht man dem Kind das an, dass es geschlagen wird? Ja, der hat oft blaue Flecken. Der hat ständig Macken und dann sagt meine Tochter, ach, ist die Treppe runtergefallen und der hat dies und das und weil ich glaube, dass sie Angst hat. Denn wenn der besoffen ist, rastet der Typ total aus. Und immer wenn du dabei warst und die Tochter war auch dabei, hat deine Tochter nie etwas gesagt und ist nie eingeschritten, dass ihr Kind... Doch, schon mehrfach. Die haben sich dann schon mehrfach in der Wolle gehabt, wo ich dann dachte, er geht auf sie los, jetzt schlägt da meine Tochter, aber dann hat er mich angeguckt und hat sich zurückgehalten. Hast du denn dann was gesagt nach dem Motto, was machst du da, das kannst du nicht tun? Ja, ich habe ihn schon mehrfach zusammengeschissen und dann hat er mich rausgeschmissen, jetzt ist ja seine Wohnung und ich konnte nichts machen und ich will meiner Tochter nicht schaden, sonst hätte ich ihn längst angezeigt. So, das Kind ist 21 Monate alt, sagst du. Seit dem wievielten Monat beobachtest du das, dass er das seit er 8 Monate alt ist. Seit er 8 Monate alt ist, so hast du es gerade, glaube ich, auch das gesagt. Das war Weihnachten. Mhm. Marion, ich sage dir jetzt ganz spontan, was ich dazu denke. Ich finde, du hast die verdammte Pflicht, etwas zu unternehmen. Ich weiß, aber wissen damit Sie, schade ich meiner Tochter. Bitte? Damit schade ich meiner Tochter. Ja, das ist völlig egal. Das ist völlig egal. Wir werden leider, es passieren leider ständig schlimmste Dinge hier in Deutschland, wo hinterher herauskommt, dass Säuglinge misshandelt wurden oder sogar umgekommen sind. Alle haben weggeschaut und hinterher ist das ganz große Geschrei, warum hat niemand etwas getan, warum hat sich niemand gemeldet? Und jetzt weißt du das. Du trägst die Verantwortung für dieses kleine Kind, für diesen kleinen Menschen, der sich im Nichts wehren kann. Und wenn deine Tochter nicht Frau genug ist und sagt, hier, so geht das nicht, dann musst du es sein.
da musst du sofort das Jugendamt informieren und auch die Polizei informieren. Das ist deine Pflicht, das finde ich schon. Das musst du, im Prinzip musst du es auch früher noch deiner Tochter sagen, aber auch wenn deine Tochter sagt nein, dann mach es alleine. Wenn du, ja, aber was wird dann mit mir? Darum geht es jetzt gar nicht. Es geht darum, dass das Kind geschützt wird, dass das Kind da rauskommt. Ich achte darauf, dass nichts Schlimmes passiert. Und ich habe also schon oft darüber nachgedacht, weil der Kleine ist auch öfter mal bei mir. Marion, ich verstehe überhaupt nicht, was das für eine Frau ist, deine Tochter. Dass sie das zulässt. Dass sie zulässt, dass dieses Schwein dieses kleine Kind misshandelt. Ich denke, sie ist einfach noch zu jung. Wie alt ist sie? Sag's nochmal. 21. So, 21. Da ist man nicht zu jung, um zu sagen, nee, so geht das nicht. Das ist ihr Kind. Sie sieht zu, wie der Säugling misshandelt wird. Was passiert dann? Dann sind die beiden getrennt. Ja, ist das vielleicht schlimm? Ja, aber vielleicht wird meiner Tochter vorher das Kind weggenommen. Ja, dann wird das Kind weggenommen und das ist auch richtig so. Aber meine Tochter hängt sehr an. Ja, dann ist das Kind erstmal weg, dann ist das Kind erstmal in Obhut. Und wie die Dinge sich dann fügen, vielleicht kriegt dann deine Tochter, wenn das Jugendamt ein Auge drauf hat, das Kind zurück. Das wäre ja zu wünschen und das wäre sicher auch so der Fall. Aber das oberste Gebot ist doch, dieses Kind so schnell wie möglich aus diesem Haushalt rauszuholen. Denn an jedem Tag kann das doch wieder passieren und das Kind muss leiden. Es passiert jeden Tag. So. Im Prinzip müsstest du gleich heute Abend nach unserem Gespräch, jetzt gleich, heute Nacht noch die Polizei benachrichtigen. Das wäre deine Pflicht als Mutter, als Oma und als Bürgerin. Aber wenn ich das tue, dann fühle ich mich schlecht. Du fühlst dich schlecht, wenn du einen Säugling rettest? Und nein. Letztendlich tust du es auch für deine Tochter. Letztendlich tust du es für deine Tochter, wenn deine Tochter aus welchen Gründen auch immer nicht die Kraft dazu hat, das selbst zu tun. Sie wird in irgendeiner Zeitspanne wird sie dir sagen, gut Mutti, dass du es gemacht hast damals. Im Moment würde es so aussehen, dass sie nie wieder mit mir sprechen würde. Im Moment sieht es so aus, ja. Und selbst das wäre nicht ein großer Schaden. Für mich schon, das ist meine einzige Tochter. Ja, aber es ist auch dein einziges Enkelkind. Ja, im Moment ja. Ja, es ist dein einziges Enkelkind, ein völlig wehrloses Geschöpf von 21 Monaten. Wir kriegen fast monatlich gehen die Geschichten übers Fernsehen und durch die Zeitung, passiert. Ich weiß. Deswegen mache ich mir so viel Gedanken. Ja. Und ich muss mir das ständig mit angucken und mich belastet das total. So, nun stell dir doch mal vor, ich will jetzt, man muss ja alles bedenken, stell dir mal bitte vor, dieses Kind kommt bei so einer Attacke ums Leben. Du würdest deines Lebens nicht mehr froh. Ja, das ist das, ja. Es ist jetzt schon schlimm, finde ich, dass so viele Monate, dass du so viele Monate geschwiegen hast, muss ich dir sagen. Aber du rufst ja jetzt an und wir reden drüber und jetzt besteht die Chance, was zu unternehmen. Und jetzt muss auch was passieren. Auf jeden Fall. Hast du einen Mann noch? Ich bin geschieden. Du bist geschieden. Ich lebe alleine und... Hast du denn mit irgendjemandem bisher darüber gesprochen? Nein. Mit niemandem. Das heißt, du trägst diese Sorgen seit so vielen Monaten in dir. Ja, ich fress das in mich rein und mir geht's schlecht damit. Wenn du mit deiner Tochter allein warst, hast du ihr denn nicht schon versucht, ins Gewissen zu reden, dass da was geschehen ist? Schon mehrfach. Und die reagiert ja auch aggressiv darauf, weil sie Angst hat vor ihrem Mann. Ich habe schon gesehen, wie er sie bedroht hat, wie er mit Möbeln auf die losgegangen ist. Mit Möbeln! Der hat Schränke genommen und er hat gesagt, schlag dich damit tot, wenn du noch ein Wort sagst. Und dann hat er mich angeguckt und dann ist er davon, hat er davon nochmal Abstand gehalten, aber oben lag der Kleine und war am Brüllen. Und hat sie denn gesagt, würde sie ihn denn verlassen, wenn sie einem... Sie hat ihn schon zweimal verlassen und ist zu mir gekommen. Ah ja, das heißt also, da ist alles kaputt letztendlich auch zwischen den beiden. Die ist nur noch aus Angst bei ihm. Marion, dann schreite bitte ein und leiste Hilfe. Letztendlich auch für deine Tochter. Das heißt, deine Tochter muss da ja auch raus. Ja, das sehe ich auch so. So. Und wenn das Kind erstmal weg ist, dann ist schon mal ganz, ganz, ganz wichtig. Und wir geben dir auch gleich die entsprechenden Adressen noch an die Hand, dass deine Tochter, wenn sie Angst hat vor ihm, dass sie vielleicht erstmal in ein Frauenhaus geht oder ich weiß nicht, wie wir es regeln, dass sie nicht bedroht wird. Denn er wird ja
Hältst du es für möglich, dass er auch noch zu dir in die Wohnung kommt und deine Tochter da holen würde, wollen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Das heißt, also er muss... Der ist unberechenbar. Das ist ja, der ist ja, wenn der was getrunken hat, ist der ganz besonders schlimm. Aber der ist genauso schlimm, wenn der nichts getrunken hat. So, der Fall ist komplett klar, Marion. Du hast die Pflicht, dich bei der Polizei zu melden. Heute noch. Da zählt ja fast jede Stunde. Ja, gut. Also, das heißt morgen früh. Nein, das heißt heute noch. Heute kannst du die Polizei noch anrufen. Heute noch. So, jetzt werden wir machen jetzt Folgendes. Das Übliche. Du legst bitte auf und wir rufen dich an. Und dann wird alles Weitere besprochen, was zu tun nötig ist. Einverstanden? Okay. So machen wir es. Du legst auf und wir rufen gleich zurück. Okay. Marion, alles Gute. Ja. Auf Wiederhören. Ja. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, wenn ihr uns gerne erreichen wollt. Oder meldet ganz einfach unter domian@wdr.de. Weiter geht es mit der Sabine. Sabine ist 40 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian, hier ist Sabine. Ja. Und zwar bei mir liegt das Problem eigentlich genau umgedreht. Ich habe mich für meine Kinder opfert, aber jetzt erstmal zum Anfang. Und zwar lebe ich mit meinem 10-jährigen Sohn alleine. Und sein Vater hat sich vor 7 Jahren das Leben genommen. Und nun Warum? Ist es eben so weit... Warum? Warum hat er sich das Leben genommen? Weil ich ihn verraten habe. Weil du ihn verraten hast? Ja, er hat, also wir waren 3 Jahre zusammen und die ersten 2 Jahre waren die schönsten Jahre meines Lebens. Und daraus ist auch unser Sohn entstanden. Und nach den 2 Jahren hat er sich total verändert. Er ist so richtig zum Psychopathen geworden. Und er hat mich gequält, er hat mich vergewaltigt, er hat mich geschlagen, er hat Dinge von mir verlangt, perverse Dinge von mir verlangt. Was hat er von dir verlangt? Zum Beispiel hat er mich in Frauensachen vergewaltigt. Also er hat super gerne Frauensachen angezogen. Nach den 2 Jahren fing das dann an. Hat mich in den Frauensachen vergewaltigt, hat mich gewürgt bis zur Bewusstlosigkeit. Und ich konnte mich nicht befreien. Ja. Ich bin psychisch labil, also ich leide unter manischen Depressionen und unter dem Borderline-Syndrom. Und er hat mich eben wir haben uns kennengelernt in einer Psychotherapie, in einer stationären Psychotherapie. Und da war ich gewesen wegen sexuellen Missbrauch und Misshandlung in der Kindheit. Und das hat er alles gewusst und das hat er zu seinem Vorteil dann anschließend verwendet. Ich verstehe. Und das heißt, du hast ihn dann irgendwann angezeigt? Nein. Nein? Was heißt denn, hätte ich nie gemacht. Aber du hast gesagt, ich habe ihn verraten. Was heißt das? Also er hat mir verboten, darüber zu sprechen. Also er hat mir angedroht, wenn ich darüber rede oder ihn anzeige oder wie auch immer ihn verlasse, wird er sich an meiner Tochter vergehen. Und das war für mich das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Ah ja, und deshalb hast du erst mal stillgehalten? Ja, hab das. Aber hast dann trotzdem irgendwann was gesagt? Also wo es mal ganz schlimm war, bin ich am Wochenende zu meiner Freundin gefahren. Und die kannte mich sehr gut und wusste genau, dass irgendwas ist. Und ich habe aber immer gesagt, nee, ist alles in Ordnung und habe eben nicht weiter darüber gesprochen. Aber nachts im Schlaf habe ich gesprochen. Aha. Und da hat sie eben einiges erfahren. Ja. Ich habe auch wirklich nur das preisgegeben, was er eben durch den Schlaf sowieso wusste. Und ist dadurch die Sache so ins Rollen gekommen? Dass ja, ich bin dann wieder nach Hause gefahren. Und ich habe regelmäßige Termine bei meiner Psychologin, auch wegen der Medikamente und so. Und da ist er immer mitgekommen, dass ich ja nichts sagen konnte. Und meine Psychologin hat aber gemerkt, dass was nicht stimmt. Und hat mich ins Krankenhaus eingewiesen. Und hast du da dann gesprochen? Nein. Wann hast du gesprochen? Meine Freundin hat bei ihm angerufen, in der Zeit, wo ich im Krankenhaus war. Und hat ihn hat gesagt, wenn du sie nicht verlässt, oder wenn du sie nicht in Ruhe lässt, also aus ihrem Leben verschwindest, geht sie zur Polizei und zeigt ihn an. Ach so, damit war ihm klar, dass die Freundin es weiß. Ja, und daraufhin hat er sich das Leben genommen. Bestimmt aus Angst vor den Konsequenzen. So. Kann ich dir nicht sagen, warum und weshalb, das weiß keiner so genau. Das war vor 7 Jahren. Das war vor 7 Jahren. Da hast du ja schon die Hölle hinter dir. Ich habe diese Zeit nie gesprochen. Ich spreche heute das erste Mal darüber, weil mein Sohn sehr leidet. Ich habe meinem Sohn immer das Bild gegeben von einem perfekten Vater. Ja. Also er war ja zu meinem Sohn, also was auch sein Sohn war,
super lieb. Also es war wirklich ein Traumpapa gewesen. Ja. Der Sohn ist jetzt, ich wiederhole es nochmal, ist jetzt 10 Jahre alt. Klar, da fragt man natürlich, wie war der Papa, was ist los? Was hast du dem Vater, dem Jungen denn bisher erzählt, warum und wie sein Vater gestorben ist? Also er ist sehr aufgeweckt und belauscht uns gerne wenn wir uns jetzt so mal unterhalten. Mhm. Also er wusste von Anfang an, dass sein Vater tot ist. Ja. Also damit ist er aufgewachsen. Aber er hat doch bestimmt schon mal gefragt, warum? Wo er dann größer war, hat er natürlich gefragt, warum sein Papa tot ist. Und ich habe ihm gesagt, um nicht später mal in Bedrängnis zu kommen, habe ich ihm gesagt, dass sein Vater sich das Leben genommen hat. Ah ja. Mhm. Und hat er natürlich gefragt, warum. Und da habe ich ihm erklärt, er hat sich das Leben genommen, weil er schwer krank war und es keine Heilung gab und dass er viele Schmerzen hatte, ne, so kindlich eben erklärt. Okay, das ist, finde ich, auch legitim, wenn man einem kleineren Kind das erstmal so erklärt. Ja, das finde ich auch. Immerhin hast du schon die halbe Wahrheit gesagt, dass er sich das Leben genommen hat. Du hast nicht ein gänzliches Lügengebilde da aufgebaut. Richtig. Ja. Und ich habe dieses letzte Jahr in der Beziehung habe ich vollkommen verdrängt. Da drin bin ich Meister im Verdrängen. Mhm. Und jetzt ist es eben so, dass mein Sohn krank geworden ist. Er ist verhaltensauffällig geworden. Mhm. Und ich war dann bei der Ärztin gewesen alles und da haben wir eben gesagt, dass es besser ist, wenn er mal in die Kinder- und Jugendpsychiatrie kommt. Ja, ja. Da gibt es ja auch so Kindertherapien und was kindgerecht ist. Ja. Und da haben sie eben festgestellt, dass er unheimlich unter Verlustängsten leidet. Mhm. Mir ging es auch viele Zeit nicht so besonders gut. Mhm. Ich war oft im Krankenhaus, war eben sehr depressiv, habe viel Medikamente genommen. Du hast also das Gefühl, dass diese Zeit, diese schlimme Zeit, die dann geprägt hat mit. Ja, und dass die dich jetzt immer wieder einholt, die Zeit. Ja. Und dass sie irgendwie noch da ist, obwohl der Mann schon. Eigentlich nicht. Die letzten 8 Jahre ging es mir wirklich super. Ich bin dann aus der Stadt weggezogen, habe vollkommen damit abgeschlossen, in eine vollkommen neue Stadt gezogen, habe vollkommen von vorne wieder angefangen. Aber man weiß ja nicht, was dann doch noch so unterbewusst in einem übrig geblieben ist. Also meine Tochter, die ist jetzt 20, die hat ja nun alles mitgekriegt. Mhm. Die hat zwar nicht mitgekriegt, was da zwischen mir und meinem Mann gelaufen ist, das hat sie nicht mitgekriegt. Sie sieht ihn ja auch als Vater, er ist nicht der leibliche Vater von meiner Tochter. Mhm. Und sie ist auch sehr stolz und spricht immer in höchsten Tönen von ihm, weil er sich um die Kinder wirklich gut gekümmert hat. Er ist mit meiner Tochter ins Museum gegangen. Ach so, aber die hat dann die schlimmen Sachen nicht mitbekommen, bewusst? Die hat die schlimmen Sachen nicht mitbekommen, das weiß niemand. Wie hat sich denn eigentlich dein Partner umgebracht damals? Mit Tabletten. Mit Tabletten. Hast du ihn gar auch noch gefunden? Ja, ich bin aus der Klinik, aus der Psychiatrie entlassen worden, bin nach Hause gekommen und da lag er tot in meinem Bett. Also saß tot in meinem Bett. Was für eine schlimme Geschichte. Das hat er dir auch noch angetan, dass du ihn finden musstest. Weil er weiß, dass es immer meine größte Angst ist, überhaupt mal einen Toten zu sehen oder so. Ja. War das trotz allem für dich dann eine Erleichterung, dass er tot... ich bin, wie soll ich sagen, mir ging es super schlecht. Ich wurde auch sofort wieder eingewiesen, war dann wirklich 8 Wochen weg, weil ich glaube, ich hätte mir in der Zeit selber was angetan. Hast du dir da Schuldgefühle auch gegeben? Und da kam alles. Ich habe dann wirklich nur noch die schöne Zeit mit ihm gesehen. Das Schlechte war alles wie weg. Boah, Sabine, hast du aber wirklich schon einiges hinter dir und hast schlimme Sachen einstecken müssen. Und jetzt ist das Problem, dass es eben darum geht, dass mein Sohn eben wirklich unter diesen Verlustängsten leidet. Mhm. Und die Psychologin, also wir sind jetzt auf dem Jugendamt und da haben wir so eine Gruppe, wo er zweimal die Woche hingeht. Mhm. Und da hat er direkt einen Betreuer. Das haben sie extra so gemacht, dass er auch eine männliche Bezugsperson kriegt. Mhm. Und ich habe da so eine Art Therapeutin ist das. Mhm. Und die beschäftigt sich mit mir. Ja. So dass wir beide gleichzeitig irgendwie abgesichert sind. Aber das ist doch schon mal ganz gut. Das ist wirklich, also bin ich auch zufrieden. Bist du denn? Aber das Problem ist jetzt, dass es wirklich eben jetzt daran geht, dass mein Sohn eine Grabstelle braucht, wo er hingehen kann, wo er weiß, da liegt sein Vati. Mhm. So haben sie es mir erklärt und dass er da mal reden kann oder Abschied nehmen kann. Gab es denn in all den Jahren keinen Friedhofsort, wo ihr hingehen könnt? Aber ich durfte zu der Beerdigung nicht. Ich weiß gar nicht, wo das Grab ist oder wie auch immer. Ja. Das weiß ich nicht. Also die Kinderpsychologin sagt, es wäre gut, wenn es wäre sogar sehr wichtig für ihn. Dass er da hingeht und dass er was hat, wo er weiß. Kann man das nicht rauskriegen, wo das Grab ist?
Doch, aber ich will das gar nicht. Du willst das gar nicht. Weil ich wirklich Angst davor habe, dahin zu gehen, weil jetzt die negativen Gefühle auf einmal da sind. Jetzt ist auf einmal die ganze schlechte Zeit da, die warten. Ja, und du möchtest nicht vor dem Grab dieses Mannes stehen. Ja. Das verstehe ich auch und das ist auch klar. Kann man das nicht irgendwie, weiß die Psychologin Bescheid, was da passiert ist? Nein. Nee, das will sie ja jetzt mit mir in Angriff nehmen. Und davor habe ich große Angst, weil ich weiß, durch meine manische Depression, dass ich ganz schnell wieder in die Depression zurückfalle, dass ich anfange, mich zu verletzen, dass meine Selbstmordlust wieder riesengroß ist. Ja. Weiß die von deiner Erkrankung? Das weiß sie. Das weiß sie, ja. Hast du denn zu dieser Frau wirklich großes Vertrauen? Ja, schon. Doch. Sehr großes Vertrauen? Ja. Wenn du wirklich sehr großes Vertrauen... Du sprichst auch alleine mit der Frau? Ja. Wenn du wirklich sehr großes Vertrauen hast, dann würde ich dir schon raten, dass du so offen bist, wie du bei mir jetzt offen bist. Ja, das, also... Ich glaube, lass mich irgendwie erzählen. Das nehme ich ja auch in Angriff, aber ich habe eben Angst davor, dass meine Kinder das wieder erleben müssen, dass ich am Boden bin. Ja. Dass die Angst von meinem Sohn noch größer wird. Ja. Wenn er mich wieder, erkennt mich jetzt vielleicht die ganzen Jahre wirklich als lebenslustige Mutti. Weißt du, ich nehme das jetzt mal ernst, wenn du sagst, du hast ein gutes Gefühl zu dieser Frau. Ja. Wenn du ihr diese Sorge auch so mitteilst, habe ich mal die Hoffnung, dass sie professionell genug ist, auch mit dieser Angst umzugehen. Vielleicht lässt sie dich sogar erstmal etwas in Ruhe und bohrt nicht zu sehr in der Vergangenheit. Oder sie wird dir eine entsprechende Hilfestellung geben. Ich fände nur wichtig, wenn du eine vertrauensvolle Verbindung zu der Therapeutin hast, dass du ihr auch alles sagst. Nur dann kann sie wiederum auch sich richtig verhalten. Ein Satz noch, ich das vergesse. Vor dem Gespräch, sondern für das, was danach passiert mit mir. Das musst du ihr... Sie kann ja nicht 24 Stunden am Tag hier bei mir zu Hause sein. Ich verstehe. Aber hattest du nicht Angst? Ich bin ja nun alleine mit meinem Sohn. Ja. Hattest du nicht auch Angst, dann hier bei mir anzurufen und das immerhin zu erzählen? Das musste ich doch jetzt auch schon sehr aufregen. Das war mir ein Bedürfnis. Ja. Also ich habe ja nun 7 Jahre Therapieerfahrung hinter mir. Ja. Und ich weiß, dass es wirklich gut ist, wenn man drüber spricht, dass es rauskommt und dass man das nur so bewältigen kann. Aber ich habe eben wirklich Angst, dass ich mir was antun könnte, dass ich wieder anfange, mich zu schneiden. So, also, aber die Angst musst du ihr mitteilen. Im Widerspruch. Ich möchte, für meinen Sohn würde ich alles tun. Ich verstehe. Und deshalb habe ich auch keine Sorge, dass du dir das Leben nimmst, weil du deinen Sohn so sehr liebst und du würdest ihm das nie antun. Ja, das habe ich aber auch gemacht, wo ich meine Tochter hatte. Und meine Tochter liebe ich genauso und da habe ich 11 Selbstmordversuche hinter mir. Das war mir in dem Moment denkt man nicht daran. Sabine, ich möchte jetzt 2 Sachen sagen. Die erste Sache noch, ich das vergesse, wollte ich gerade sagen, mit dem Friedhof. Vielleicht kann man das ja für das Kind so arrangieren. Das ist dann zwar so ein kleiner Trick, aber ich finde das legitim in dem Fall, dass man vielleicht ein Grab aussucht, ein anonymes Grab, wo nicht sein Vater liegt. Aber dann hat er eine Stelle zum Trauern und du bist geschützt, denn ich finde auch, dir kann man nicht zumuten, dass du vor das reale Grab dieses Mannes trittst. Darüber müsste man aber auch mit der Psychologin nochmal eingehend sprechen. Das Zweite ist jetzt, dass deine Geschichte und die Problematik den Rahmen meiner Sendung jetzt hier sprengt. Das ist mir klar. Das tut mir immer sehr leid, wenn ich in eine solche Lage komme. Ich ahne, was für eine riesen Sache das ist und ich werde dem nicht gerecht in einem 10- oder 13-Minuten Gespräch. Ja. Deswegen war ja meine Grundfrage gerade, wenn du ein gutes Vertrauen zur Psychologin hast, nutze dieses Vertrauen auch. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich dir natürlich jetzt auch unsere Psychologin anbiete, wo das Zeitfenster nicht so eng ist. Ja, das wäre nett. Dass du aber angerufen hast, weil es dir ein Bedürfnis war, das finde ich gut. Das ist, in der Regel ist das immer hilfreich und richtet keinen Schaden an, sondern es ist wirklich auch eine Erleichterung. Und ich hoffe, dass jetzt, dass sich das alles so fügt, dass ihr weiterhin werdet gut leben können. Und du hast dich ja schon sehr gut arrangiert mit deinem Jungen. Ja. Und ich wünsche dir nach all dem, was du hinter dir hast, und du hast mir ja wahrscheinlich auch nur so ansatzweise das erzählen können, wünsche dir wirklich... Ich würde deine Sendung total sprengen. Ja, ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass du Kraft hast und das schaffst, da rauszukommen. Ja, und dann wollte ich nur noch sagen, ich finde deine
Sendung total super. Ich finde dich total super. Ich würde dich auch gerne heiraten. Ja. Aber das war jetzt Spaß. Aber ich hätte auch gerne ein Autogramm. Ja, das sagst du, die Adresse auch gleich meiner Psychologin. Ja, ich danke dir. Du legst auf und Magdalena ruft dich an, Sabine. Okay, danke. Alles Gute, tschüss. So, Freunde. An dieser Stelle möchte ich euch mal kurz sagen, was wir nächste Woche für Themen machen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt unser Thema ungewöhnliche Ideen erfolgreich umgesetzt. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema Ich habe es aus Liebe getan. So, heute nach wie vor Freitemennacht. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, 0800 220 50 50. Vivian ist hier. Vivian ist, wo ist sie? Hier. 23. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Vivian. Um was geht's? Ja, und zwar, ich bin seit fast drei Jahren, also in einer glücklichen Beziehung. Mhm. Und seit einem halben Jahr, also kenne ich ein Mädel und die ist lesbisch. Und seit 3 Wochen läuft da auch was mit ihr. Und jetzt bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Das heißt, du hattest vorher keine lesbischen Erfahrungen? Genau. Hattest auch keinerlei Anwandlungen diesbezüglich, keine Sehnsüchte, heimliche? Richtig. Und wie kam das jetzt? Ich meine, das macht man dann ja nicht, wenn man eigentlich keinen Bock darauf hat. Ja, genau. Also vor ungefähr 3 Wochen, da haben wir uns mal für abends verabredet, ja? Sind in eine Kneipe gegangen, ein bisschen was trinken und anschließend doch in eine Diskothek. Mhm. Ja, und dann war ich halt auch ein bisschen angetrunken und dann habe auch ein bisschen intensiver getanzt. Mit ihr? Ja, genau. Oder, ja. So, ja, ja. Ja, und dann hat sich das halt so ergeben. Dann haben wir uns halt so geküsst und... Ich meine, das ist ja schon ein großer Schritt. Wenn man sich dann plötzlich, ich meine, gut, man kann ja mit einer lesbischen Freundin ausgehen und man kann auch schwurfen und weiß ich was alles, aber dann so richtig küssen, ja, genau. Das volle Programm mit Zunge und allem, ja. Das ist ja dann schon ein großer Schritt, ne? Ja, und da lief auch schon so ein bisschen was mit anfassen. Fandest du es gut in dem Moment? Ja. Ja. Genau. Und dann ungefähr ein paar Tage später haben wir uns nochmal getroffen und da lief auch schon mehr. Also eigentlich das volle Programm, kann man sagen. Also an dem ersten Abend kein Sex. Genau. Beim zweiten Mal ja. Alles. Genau. Mhm. Und das hat ja dann, da warst du nicht betrunken? Nee, da war ich nicht betrunken. Und das heißt, du bist durch diese Disco-Nacht da neugierig geworden? Ja. Und dann ist es im nüchternen Zustand passiert und das hat dir dann auch gefallen? Ja, das hat mir auch gefallen und jetzt bin ich halt hin und her gerissen, weil ich jetzt irgendwie was für sie empfinde, aber ich weiß nicht was. Ja. Ob das jetzt schon Liebe ist oder ob es einfach jetzt nur die Neugier ist, auch was Neues, aber ja. Naja, ich empfinde was für sie. Und auf der anderen Seite liebe ich aber meinen Freund noch, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Ist im Prinzip dieselbe Geschichte, ob du nun einen Typ hast oder eine Freundin oder eine Frau. Ja. Ja, du bist jetzt deinem Freund fremdgegangen. Ja. Das ist so. Das sicherlich bringt das jetzt noch mehr durcheinander, weil es eine Frau ist, weil man da nicht genau einschätzen kann, ist das, wie du es gerade auch schon gesagt hast, ist das jetzt irgendwie einfach noch Neugierde oder ist das irgendwie spannend, weil es was Neues ist? Oder ist es in der Tat wirklich eine aufkommende Verliebtheit? Ja. Wie ist denn, fragen wir mal erstmal in die andere Richtung, wie ist denn die Beziehung mit und zu deinem Freund? Ja, also es läuft ja alles ganz gut und jetzt auch beim Sex. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, fehlt, also habe ich schon das Gefühl, dass mir irgendwas fehlt. Also jetzt immer, erst oder von Anfang oder schon länger? Nee, also jetzt auch erst vor, schon, ja, wie lange ungefähr, vielleicht auch so seit ein paar Monaten. Also es ist halt immer dasselbe und irgendwie kommt nichts Neues rein und das, vielleicht ist es das, was mir in dem Moment gefehlt hat, weil es ist auch was Neues für mich und ja. Neue Erfahrungen heißt. Wenn man das jetzt zeitlich sich anschaut, war diese sexuelle Unzufriedenheit auch schon vorher da, bevor du das mit der Freundin angefangen hast? Ja. Ja. Mhm. Wenn du schläfst jetzt mit deinem Freund auch? Ja, auch. Nebenbei noch so. Aber ich muss auch dazu sagen, mein Freund hat auch vorher, so unabhängig von meiner Freundin, hat er auch immer schon so angedeutet, er möchte mal gerne so einen Dreier haben, noch mit einer Frau. Und das wollte ich dann immer nicht. Ah ja. Würde denn das deine lesbische Freundin wollen? Nein, würde sie ja nicht wollen. Habe ich mir doch fast schon gedacht, sodass dieses Thema auch kein Thema ist. Wenn du mit deinem Freund schläfst, denkst du an die Frau? Ja, das ist schon vorgekommen. Wie oft hast du jetzt mit dieser Frau schon geschlafen? 2 Mal. Und das war beides Mal richtig gut? Ja. Ist denn die in dich verliebt? Das weiß ich nicht. Also da haben wir noch nicht so drüber gesprochen, über unsere Gefühle. Wie ist das denn so, wenn ihr euch trefft? Trefft ihr euch denn auch so im Alltag privat öfters mal? Wir sind zusammen in einer Klasse. Ach so. Ja. Ach so.
Das heißt, ihr seht euch fast jeden Tag oder so? Ja. Was machst du für eine Schule mit 23 noch? Ich mache eine Ausbildung zur Sozialassistentin. Ach so, und dann geht man fleißig noch zur Schule. Ja, genau. Ja, wie ist das denn, wenn ihr euch denn jeden Tag seht? Ist es sehr innig, herzlich und... Ja, schon. Und wie geht ihr so miteinander um? Eher schon so wie intensive Freundin mit mal ein bisschen anfassen und... Also, nee, also in der Schule halten wir uns doch schon zurück. Ja. Also da eigentlich nicht. So, wenn wir uns halt abends sehen, dann ja. Schon anders. Vivian, ich meine, das ist ja, wie gesagt, das alte Lied. Da ist jemand Neues in dein Leben getreten. Du hast eine feste Beziehung. Die Frage ist jetzt, jetzt muss die alte Beziehung auf dem Prüfstand. Was empfindest du für deinen Freund noch? Ja, ich liebe ihn noch. Also du liebst, das auf jeden Fall. Du liebst ihn noch. Ja. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Ich finde, dass du schleunigst deinem Freund davon erzählen solltest, was da passiert ist. Da fehlt mir der Mut zu. Ja, aber dann entstehen ganz neue Kräfte. Dann wird er fragen und dann musst du dich wieder auseinandersetzen mit ihm. Und ich glaube, dass das immer der erste Schritt ist, dass sich etwas findet, wohin es gehört, wenn einfach erstmal die Wahrheit auf dem Tisch liegt. Ja. Wenn du das jetzt weiter heimlich laufen lässt, ist das nicht in Ordnung, finde ich. Und es wird dich auch nicht viel weiterführen und irgendwann kommt es dann doch zu dem großen Knall. Oder aber du sagst ganz klar, nee, ich liebe den und ich gehe zurück von dieser Freundin. Das ist nicht, das ist dann doch nur jetzt immer so ein Ausprobieren gewesen und Schluss aus. Ja. Wäre das denn auch eine Möglichkeit zu sagen, ich höre auf mit der Freundin? Ich glaube, das kann ich nicht. Also bist du schon zu sehr angetitscht da emotional. Genau. Und du hast keinerlei Eindruck, was sie so will? Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass es für sie halt nur das eine ist. Ach, Sex nur? Ja, also habe ich irgendwie das Gefühl, aber ich traue mich irgendwie auch nicht, mit ihr darüber so zu reden. Frag sie doch mal ganz offen, was sie für Gefühle für dich hat. Ob das, ob die Sexualität da irgendwas in Gang gesetzt hat, dass sie vielleicht sich auch in dich verknallt hat und so weiter. Ja. Ist sie denn solo oder hat sie irgendwie auch eine Freundin? Nee, sie ist solo. Jetzt kommt hier gerade jemand rein, mein Redakteur. Und ich bekomme kurze Unterbrechung, Vivian. Ich muss mal eben was lesen. Wir haben sehr viele Anrufe und Mails wegen des misshandelten Kindes bekommen. Das war mir klar. Das ist auch verständlich. Und wir kümmern uns drum. Also klare Sache, das ist bei uns jetzt hier in guten Händen, ihr Lieben, und wir kümmern uns drum. Vivian, du musst Tacheles reden. Ja. Da führt kein Weg dran vorbei. Ja, leider. Das kann natürlich dein ganzes Leben jetzt in Umbruch bringen, aber so ist es halt, ne? Ja. Ich wünsche alles Gute. Ja, okay, danke schön. Tschüss. Okay, tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche von uns. Ich bedanke mich fürs Mitmachen, fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bedanke mich sehr herzlich bei meinem Team, nämlich bei Heiner Heller, Katrin Paulsen, Uwe Petersen, Roland Lohr, Dirk Winhüsen, Vivian Merschak, Jan Gräfe zu Baringdorf und Magdalena Groß. Und noch einmal der Hinweis auf unsere Themen nächste Woche. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt unser Thema ungewöhnliche Ideen erfolgreich umgesetzt. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, ich habe es aus Liebe getan. Jetzt wünsche ich euch erstmal ein gutes und schönes Wochenende. Und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf